Ja, hallihallo, liebe Leute, oder sollte ich besser sagen, ahoi, denn bei der nächsten Hauptmission geht es auf die tiefe See, die Schlacht von Chesapeake. Okay, oder auch nicht. Auch interessant. Na gut. Schlacht von Chesapeake, bitte die Blockade durchbrechen, um in die Bucht zu gelangen und gleichzeitig den Schiffen der Loyalisten ausweichen. Diese maritime Mission starten, ja, natürlich. Okay, das war jetzt wirklich sehr leise. Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ey. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl. Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Natürlich. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Also das Übliche. Auf geht's. Zu Ruhm, Tod und Ehre. Allmächtiger Gott! Die Hölle ist ausgebrochen. Was schätzt du, wie viel? Zu viel. Wenn jemand sie aufhalten kann, dann wir. Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück. Na toll. Boom! Alter Tod! Alter! Alter, die Schiller! Macht euch bereit! Feuer frei! Angriff! Zurück. Ach, jetzt schießen. Aha! Erledigt. Bereitmachen, Jungs! Und Feuer! Auf mein Zeichen! Feuer! Das war ein Schieß! Juhu! Okay, na dann. Auf die harte Tour! Haha. Geschafft! Oh oh. Fuck. Das ist nicht unfair. Bereitmachen, Jungs! Feuer! Feuer! Breitseite abgeben! Ich muss jetzt. Bereitmachen!
Mist. Die Sand Esprit muss noch gerettet werden. Und Feuer! Noch nicht! Feuer! Ja. Wollt ihr mich mal verarschen? Komm, komm, komm! Durch, durch, durch! Ah, ist auch schon weg. Oh nein, da kommt noch mehr. Also B. Feuer! Ach, Mann. Ja. Eins weniger. Mann, Mann. Okay. Auf zum nächsten. Oh yeah. Volle Breitseite! Das letzte schaffen wir uns auch noch. Saint-Esprit uns nicht in die Quere kommen würde. Kräft auf halbe Segel! Halbe Segel, Männer! Erreicht uns Feuer! Ja, das ist ein bisschen wie mit Wattebällchen auf dem... Anlass! Warten, warten... Jetzt! Feuer! Bereit zum Feuer! Jetzt! Aha, geschafft! Wir haben es überlebt. Die Aquila kommt siegreich davon. Ihr könnt mich mal, ich bin schon froh, dass ich es überlebt habe.
Oh nein. Der Despri hat's auch erlegt. Na toll. Sonst noch irgendwelche tollen Nachrichten, Faulkner? Die wird kommen. Wir müssen die Bucht so lange halten. Oh Mann. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Ach, wir werden schon überleben. Irgendwie. Jetzt geht's zur Sache, Jungs! Vorsicht, Captain! Oh, oh, ich hab ein ungutes Gefühl. Backboard, Captain! Kriegsschiff! Oh yeah! Boah, wie soll ich das denn schaffen? Alle Kanonen sind zerstört! Jetzt können wir uns nicht mehr wehren! Das Biest wird uns versenken, wenn wir nicht aufpassen! Das Kriegsschiff rammt ums Entern. Okay. Na dann. Auf geht's! Geronimo! Ja, wir gehen jetzt einfach mal rüber. Leckt's natürlich wieder. Wow. Ey, ich will nicht. Wow. Tja, Mann über Bord, würde ich sagen. Au. Na kommt. Geschafft. Geht doch. Ah. Tja, das war's mit dem Kriegsschiff. Okay, wir sollten abhauen. Hilfe! Alle Augen auf! Ziel! Haha, geschafft. Ja, jetzt kommt natürlich die Verstärkung, wo wir die fertig sind. Franzosen kommen! Natürlich zu spät. Aber was soll's, besser spät als nie. Konzentriert euch! Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt. Interessant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? Fünf von ihnen müssen in den Hafen New Yorks unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar?
Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Boah. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Stellt ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Das war jetzt mal eine tolle Seeschlacht. Also. Neues Gemälde im Herrenhaus freigeschaltet. Okay. Schön zu hören. Hallo Connor, grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Na dann, legen wir auch gleich mal los. Wo ist er denn, der gute Mann? Ach, hier. Ach, da kann ich so hinreisen. Schön. Der Service gefällt mir. Jetzt Zeit, dass wir jetzt Charles Lee endlich mal zeigen, was wir können. Ja. Habe ich auch eine Karte oder so?